Herzlich willkommen bei Healthpunk TV. Heute werden JB und ich mal den neuen Fitnesspark in München auschecken, hier an den Isarauen an der Brudermühlbrücke. Und ja, wir schauen mal, wie so ein Ninja Warrior das Ganze angeht. Let's go. Viel Spaß. Let's do it. Der jetzt neu aufgemacht hat vor ein paar Wochen. Es wurde einiges verändert. Es gibt jetzt zum Beispiel dieses mega Calisthenics Rack. Ja? Vorher gab es nur so ein paar Stangen, um Klimmzüge zu machen, und jetzt plötzlich kann man hier Dips machen und man kann hangeln. Das ist natürlich für Ninjas perfekt, und da seht ihr auch schon Jacob und mich etwas rumspielen. Ja, und das macht auf jeden Fall Laune. Das Schöne an diesem Fitnesspark ist, dass diese Stationen für unterschiedliche Leistungsniveaus gemacht sind. Das heißt, man kann hier auch super als Anfänger sich ausprobieren, aber auch als Fortgeschrittener sich herausfordern. Und der Ninja Warrior, der sucht natürlich die besondere Herausforderung und der sieht Möglichkeiten, die andere vielleicht gar nicht so sehen. Wow! Vorteil bei dem Hindernis bei diesem Fitnessparcours: wenn man es nicht schafft, dann fällt man nicht ins Wasser. Und man hat was, wo man sich zur Not auch festhalten kann. Also auf jeden Fall für Anfänger gut geeignet. Moment mal, sind das Punching Bags? Gibt es jetzt ein neues Outdoor-Boxzentrum hier an der Brudermühlbrücke? Das ist auch eine Art Hindernis. Nicht ganz bei Ninja Warrior, aber vielleicht so ein bisschen Takeshis Castle, ja? Pendelläufe. Stop and go! Nice. Alright, Jacob, ich muss ja sagen, hier diese Punching Bags, sie haben mich ja so ein bisschen an die Vorrunde erinnert. Nach dem Trampolin, wo man hinspringen musste und sich dann in diesem Sack festhalten musste. Wollen wir mal austesten? Lass mal ausprobieren. Wow! Ja, gut. Nice. Wow! Almost! Wow. Hier ein Hindernis zum Balancieren, also perfekt für Ninja Warrior. Normal nutzt man hier dieses kleine Mini-Gerüst für Ruderzüge. Super Übung, um den Rücken zu stärken. Aber JB, ich glaube, du kannst hier auch ein paar andere Sachen machen. Nehmen wir was aus. Ja, schauen wir mal. Ja, läuft, würde ich sagen. Hier die Querstreben, die Querbalken. Hier kann man Stützsprünge trainieren. So ein bisschen wie Muscle-Up für Anfänger. Und ninja-mäßig kann man vielleicht auch hier ein bisschen das Balancieren üben, das Springen üben, das Landen üben. Schauen wir mal. JB macht mal den Stützsprung. Yes, sir, nice. Stark. Diese Wackelplattform, die gab es schon bei dem alten Fitnesspark. Was jetzt neu ist, ein Basketballkorb. Und Jacob hat ja früher auch nicht Basketball gespielt. Jacob, hier kriegst du ja mal einen neuen Look. Airball, was geht ab? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen trainieren. Ja, das konnte ich auch schon mal besser. Das war's. Das war die kleine Vorstellung von diesem Fitnesspark in den Isarauen. Und ich hoffe, du hast etwas Lust bekommen, da auch mal hinzugehen und auszuchecken, wo denn vielleicht Fitnessparks in deiner Nähe sind. Ja, und auch wenn es vielleicht nicht immer das geilste Wetter ist, momentan im Winter, und es nicht so sonnig ist wie bei dem Video, aber wir waren auch im November draußen, und hey, auch wenn das Wetter nicht mega ist, geh raus, denn die frische Luft, das Tageslicht, das tut gut. Und es ist ganz besonders im Winter wichtig, dass wir das weiterhin machen. Stay healthy, stay tough.